Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Time for Fashion, powered by Otto. Mein Name ist Annike Dürkop und heute geht's um mich. Stopp, ganz falsch. Also ich bin Annike, du bist Ben und du bist mein heutiger Gast. Und unser Thema heute ist mal was ganz anderes, und zwar Männertrends. Also es geht jetzt nicht um Männer, die in sind, sondern es geht, ach, seht erst mal selbst. Hauptsache Fashion. Genauso wie Frauen wollen auch Männer natürlich immer top gestylt und trendy unterwegs sein, worauf die Modeindustrie gerade in den letzten Jahren vermehrt reagiert. So gibt es kaum etwas für Frauen, was es für Männer nicht auch gibt. Von Männerröcken über Männerschminke bis hin zu Männerschmuck. Geschlechtertrennung? Nein, danke. Ben, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der dich nicht kennt, aber trotzdem möchte ich dich natürlich unseren Zuschauern vorstellen. Hier ein kleines Video für euch. Wer den Namen Ben hört, denkt sofort an drei Dinge. Sein Markenzeichen, die Wollmütze, an seine Schlabberhosen, die er nach eigener Bekenntnis nicht über den Hintern tragen kann, da er sonst Beklemmung bekommt, und an seinen ersten Hit Engel. Doch der Sänger und Moderator hat noch viel mehr zu bieten. So ist er absolut fashionaffin und hat eine deutliche Meinung zu all den Trends, um die er in der deutschen Modehauptstadt Berlin kaum herumkommt. Grund genug, Ben als Experten in unsere Time for Fashion Männerfolge einzuladen. Und hier ist er auch schon, Ben. Wir sind in Berlin im Hotel Lux 11 und wir haben hier eine schöne Suite und wir haben es uns gemütlich gemacht. Gemütlich, auf so einem schönen Bettchen hier, herrlich. Ja, wunderbar, alles toll. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Männertrends. Ben, du hast hier ein wunderhübsches Täschchen mitgebracht. Du, eine Menge Cremes, die man irgendwie so braucht heutzutage. Und einige davon benutze ich tatsächlich selber. Die hier zum Beispiel finde ich mega toll. Die ist grün und daran kann ich mir merken, welche ich kaufen muss. Das sind Männer. Was du jetzt gerade genannt hast, ist ja aber eine ganz normale Hautcreme. Gut. Gibt es da nichts Spektakuläreres hier? Doch, es geht weiter sozusagen. Ich meine, ja. Die Kosmetikbranche hat sich echt Gedanken darüber gemacht, wie wir müden Männer uns unterwegs wieder mobil und vitalisieren können. Und dieses Produkt ist rausgekommen. Sieht jetzt gerade so aus, als ob da irgendwie noch ein Aufsatz fehlt und du hast einen neuen Rasierer. Aber ist es nicht. Es ist für die Haut, guck mal, so, schwuppsiwupps. Es ist halt echt angenehm. Du musst dir vorstellen, du hast es im Gesicht. Das Gesicht ist viel sensibler. Und dann kriegst du hier mit diesen Eisenkugeln, kannst hier so diese Nervenbahnen quasi lang gehen und dich refreshen. Das klappt super. Okay. Ist dann beruhigend, entspannend, kühlend. Genau. Aber es geht noch besser. Um Gottes Willen. High-End. Das kenne ich. Das ist für die Augenringe und Tränensäcke und sowas. Genau. Das ist, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einem Leuchterstäbchen rumstehen, das wäre was für zu Hause. Aber ich hab's selber auch noch nicht zu Hause. Ist halt so ein bisschen auffällig in Rot. Treffe ich ja, ne? Ja, doch. Oh, tut das gut. Oh, bin ich frisch, ey. Jahre jünger. Das ist der Wunderstift. Der ist schon echt nicht schlecht. Toll. Ja. Das waren auf jeden Fall schon mal reichlich Informationen für euch. Aber wir haben natürlich noch mehr. Männer und Kosmetik. Seit kurzem können diese beiden Begriffe in einem Satz genannt werden, ohne Kopfschütteln hervorzurufen. Denn immer mehr Männer benutzen Hautpflegeprodukte. Hierfür hat sich mittlerweile sogar der Begriff Grooming durchgesetzt, der vom Englischen to groom, deutsch pflegen, abgeleitet ist. Einzig der Gebrauch von Lidschatten, Mascara und Lippenstift ist in vielen Kreisen noch verpönt. Wenn sich ein Mann schminkt, möchte er meist nicht, dass dies bemerkt wird. Doch Vorreiter wie der Fußballer David Beckham und der Schauspieler und Sänger Jared Leto machen diesen Trend langsam salonfähig. Also über Kosmetik und Schminke haben wir jetzt wirklich genug erfahren. Kommen wir doch mal zur Kleidung. Was trägst du momentan am liebsten? Ich glaube, es ist immer noch die Mütze. Ja, steht ja auch wunderbar. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ob du damit im Trend legst und für euch natürlich die neuesten Trends jetzt. In fast jedem Mann schlummert ein Rocker oder Biker. Wenn die Lederjacke dann doch offiziell als Trend der Saison 2010 ausgerufen wird, ist es soweit. Man darf sich endlich wieder eine Lederjacke oder einen Lederblouson kaufen. Aber auch Holzfällerhemden, Cardigans und Karottenjeans sind voll im Trend und dürfen in einem hippen Männerkleiderschrank auf keinen Fall fehlen. Extra slimme Jeans, die fast aussehen wie Leggings, und sogar Röcke gehören zu den neuen femininen Männertrends. Also ich finde, das ist ja schon Geschmackssache. Was sagst du? Männerleggings, Herrenröcke? Also weißt du, ich habe momentan zumindest auch nicht die Figur, dass ich überhaupt darüber nachdenken müsste. Ja. Du meinst, es ist für eine Leggings? Weil ein Rock kann kaschieren. Ja, so ein Röckchen, ich weiß nicht. Also da gibt es Experten für, auch da wieder den freundlichen Hinweis auf Tokyo Hotel. Okay, wenn du denkst, das war verrückt, jetzt kommen ein paar verrückte Sachen. Wird es noch schlimmer? Was sich Henrik Wipskow bei den Brillengläsern und Fingerspitzenhütchen gedacht haben mag, weiß man nicht. Nicht zu verachten auch die badehaubenartige Mütze, die auf den ersten Blick ein wenig lächerlich wirkt. Fakt ist aber, dass auf den Männermodenschauen in Mailand und Paris hochgradig untragbare und exzentrische Kleidung vorgestellt wurde. Also meine Herren, da bleibt nur eins zu sagen: Traut euch!
Ich habe hier mal ein bisschen was für uns vorbereitet. Ja? Wir wollen mal ein bisschen über Accessoires sprechen. Ich möchte mit dir drüber reden, was gefällt dir und natürlich dann auch, was ist jetzt in. Fangen wir doch mal an. Was findest du gut? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Männer und Accessoires ist sowieso schwierig. Ne? Wirkt immer gleich merkwürdig, finde ich, auch so überladen. Also ich finde, eine Uhr ist für einen Mann okay, vielleicht mal noch ein Ring, so wie ich es komischerweise trage. Aber nein, Spaß beiseite. Also Tücher habe ich auch ab und zu an. Das ist jetzt so ein bisschen, also grün auf grün wäre ich zu Förstermäßig, aber das finde ich eigentlich ganz schön hier. So und das Jackett, ne? So, okay. So das würde ich mir überlegen, ja. Wenn wir mal so ein bisschen nach Knicke gehen, also wenn du zum Beispiel nur diese Jeans anhättest und weißes Hemd, dann könnte man auf jeden Fall noch so ein bisschen Knaller setzen mit einem auffälligen Gürtel, mit einer auffälligen Gürtelschnalle oder auch einem farbigen Schal. Dann müsste er nicht jetzt irgendwie so dunkel sein. Ja, also glaub mir so. Wäre das so deins? So top getrennt, also ich bin gut im Style sozusagen, wenn ich keinen Fleck auf dem Pulli habe. Aber, du wirst es nicht glauben, achte ich auf Accessoires. Ich habe zum Beispiel wunderschöne Socken mit einem lila Rand an, ja. Toll. Das ist ja schon mal was. Was sagst du denn zum Hut? Den Hut, finde ich, kann man als Mann nicht mehr tragen, weil den hat Justin Timberlake eindeutig verewigt, ja. Und es ist für einen Mann einfach, finde ich, schwierig. Aber man muss das Gesicht zu haben, das habe ich leider nicht so ganz. Aber hier, Sonnenbrille mag ich gerne. Sonnenbrille trage ich gerne. Zeig mal. Steht dir auch. Also laut Knicke ist es nämlich so, wenn man einen Hut trägt, und ich sage jetzt auch mal eine Cappy, wie du so aufhast, oder eine Mütze, dass man dann keine Sonnenbrille auf hat. Ich würde aber sagen, pass mal auf, zu so einem Hut, ja, hier Sonnenbrille, das finde ich dann so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen Blues Brothers mäßig, oder? Ist doch ein bisschen zu viel. Das ist total super. Findest du super? Voll super. Also ich würde ja sagen, so bei dir finde ich das jetzt gut, soll sich auch wohlfühlen, aber ja, wie gesagt, laut Knicke wäre es eigentlich zu viel. Dann machen wir die schnell wieder runter. Ne? Ja. Also für dich dann die Accessoires lieber eine schöne Uhr, ein Ring, den du trägst und dazu einen Schal. Genau. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Bloß immer auf den Knicke aufpassen. So Männer, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was hip und trendy ist und wenn nicht, fragt eure Freundin. Also hör mal. Na gut, dann schaut auf unsere Website, da könnt ihr auf jeden Fall mal alles erfahren. Ben, dir tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast mir tolle Ratschläge gegeben und ich glaube auch all unseren Zuschauern. Dann wünsche ich jetzt einen schönen Abend und ich würde sagen, wir beide sagen ciao, bis zum nächsten Mal bei Time for Fashion. Tschüss, kann ich dich jetzt küssen? Ja, ne? Ja. Ja. Oh, schön. Danke, Otto.